herzlich willkommen zurück zum, oder was heißt zurück, wir fangen neu an. Let's Fail Together mit TT Gamer und Smarty, Leute. Wir sind hier bei der Snake und das ist unser Spezialvideo zu Banjo-Tooie. Ich habe euch das ja nicht gezeigt innerhalb des Let's Plays mit der Schlange, weil ich so sauer war, dass ich es offline gemacht habe. Wir versuchen es jetzt online zu schaffen, Leute. Genau. Und zwar abwechselnd, weil da sind wir beide so oft dran gescheitert. So, und ich versuche es gleich das erste Mal. So, Leute, Kazooie guckt schon wütend. Los geht's, Leute. Ich kann jetzt schon nicht mehr. TT-Gamer lacht mich jetzt schon aus. Leute, und jetzt bin ich geliefert, Leute, weil jetzt kann ich weder ein noch aus. So, ich versuche es. Jetzt schon die erste Scheiße, passt auf, Leute. Wow, er schafft es. Es ist sensationell. Ich So, Leute, das wäre jetzt aber witzlos. Das ist jetzt wirklich witzlos, dass gleich beim ersten Versuch hier am tollen Gamepad vom TT Gamer sowas möglich ist. Das hätte ich nicht gedacht. Ich versuche die Klapperschlange jetzt kurzhand zu zerhäckseln mit Kazooie. Komm, Kazooie, mach was. Ja, aber das darf ja wirklich nicht sein. Deswegen wird TT Gamer jetzt einen Anlauf starten und dann werden wir uns noch mit ihm amüsieren. Also, wollen wir das Ganze mal so sagen? Wir starten einfach den Quick Save und. Oh, kleiner Crash mit Mikro. Aber und wir sind zurück ohne Punkte. Wir machen das Ganze mal so. Wir vergessen das jetzt erstmal von Smarty. Wir machen nochmal neu. TT Gamer an der Konsole. Ich muss das so machen. Ich kann das nicht an. Also Smarty hat eindeutig das bessere Gefühl. Du musst allerdings gleich noch eine Richtungskorrektur. Das war's schon. Du dachtest, du könntest Schlummers Gold stehlen, während er schläft. Was? Hätte gesagt, ja. Du bist nicht leise genug, Trampelbär. Ja, scheiß mal drauf. Warte, TT Gamer versucht noch einmal, weil so schnell vorbei war. Und dann ist Smarty noch mal dran. Moment, noch mal. TT Gamer versucht euch mal eine andere Variante zu zeigen, wie man den Scheiß aufholen kann. Ja. Ja, Alter. So habe ich das auch offline gemacht, wenn es denn klappt. Oh Gott. Okay, einmal noch, ja. Einmal noch, dann gebe ich auf. Halt still. Volle Konzentration jetzt für den TT-Gamer. Er fängt gleich an zu lachen. Benjo wird schon. Ah, Leute. So, Freunde, wir bleiben stehen. Wir machen einen Quick Save. Wir machen einen Save. So. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze auch holen kann. Applaus für den TT-Gamer, Leute. Wisst ihr was? Das war eigentlich ja nicht so geplant. Wir wollten ja eigentlich ein Let's Fail machen. Weißt du was, sollen wir schon mal uns auf den Weg machen zum Bruder von Roberto? Wir machen uns auf den Weg zum Bruder von Roberto Blanco, Leute. Den werden einige von euch mit Sicherheit auch noch kennen. Weil, der, ja. Er versteckt sich nämlich in einem, ja, dunklen Raume und verschmilzt mit seiner Umgebung. So, TT-Gamer macht sich auf den Weg. Ich muss euch nämlich sagen, Leute, das ist nämlich auch eine Überraschung für euch. Ich habe das Ganze nochmal von vorne gespielt. Wir haben zwar nicht alle Puzzleteile wie zu dem Let's Play von Banjo da, die hole ich noch, aber der Globo ist wieder da. Und deswegen können wir auch den guten Roberto Blanco Brother machen. Jetzt müssen wir ihn aber, wo ist die Mine? Plateau. Nach zum Plateau. Nein. Wir fahren ins Gingerdorf. Wir machen einen Abstecher. Guck mal, ob die Ginger auch keine bösen Sachen machen. Diese idyllische Musik. Herrlich. Mein zweites oder drittes Let's Play, Leute, das wird Banjo-Kazooie werden. Das heißt, wir zocken den Vorgänger von dem schönen Spiel hier auch noch bald nochmal an.
bald auch in einiger Zeit auf meinem Channel zu gucken, wenn ich erstmal mein erstes Projekt wieder fertigstelle. Also wer es schon wieder vergessen hat, das ist Smarty 0603. So, 0603 Leute. Auch bei meinen Abonnements, bei meinen Freunden und... Oh, Moment. Oder brauchen wir Mumbo noch? Ne, wir brauchen den Mumbo. Ich hab den Mumbo, ich wollte den Globo auch nochmal zeigen. Also auch überall bei mir könnt ihr ihn finden. Und hier, ihr kennt die Scheiße ja noch. Und jetzt zeige ich euch, wo der Globo sein soll. Wie Sie sehen Sie nichts. Da ist er. Und genau da sollte er auch sein, eigentlich, in unserem Let's Play. Da war er aber nicht. So, wir haben den zweiten Globo. Bei Wigwam war ich nämlich auch noch nicht. Und jetzt gehen wir zum guten alten... Ich kann Bock kommen. Genau. Das fand ich auch geil. Da hat jemand gesagt, wenn der Mumbo da einen verwandelt, ne? Ja. Dann hört sich das an wie, ich kann pokern. Ich kann pokern. Ja, klar, hast recht. Wir wollen uns das jetzt auch nochmal anhören. Das ist, er weiß es mit Sicherheit, das ist der gute Warwick 91, meine ich, ja. Der hat gesagt, wir wollen uns das anhören, da. Guck dumm aus der Wäsche. Muss ich voll entstellen, die Luten. Komm schon. Ja, dann. Mumbo battelt. Willkommen zurück, Bär und Vogel. Wir haben ein Globo. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Ja. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es werfen in Mumbos Tasche. Naja, Beute hier, ne? Ja. Wo er sich den jetzt wohl hingesteckt hat, fragen wir besser gar nicht nach. Jetzt macht er hier, wie heißt der, kennst du das von, Daniel Düsentrieb heißt der. Nee. Ach, es gab bei den ganzen Disney-Figuren irgendwo mal einen, der hat alles in der Hose gehabt. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Er hat sämtliche Fahrräder und weiß ich nicht alles, was er da rausgeholt hat. Wo war der? Der war unten, der Zug, ne? Der war in einem der großen Türen, beim Eingang der Welt. Da gehen wir auf die Warp-Platte da oben, beim Mumbo drauf. Moment, was sagt die jetzt also? Teleportieren wir uns einfach zum Eingang. Hat der nicht da unten drin? Nee, der ist... Warte, ich lots dich. Rechts. Haben noch keine gefunden. Ach, ich hab die gar nicht aktiviert. Jetzt wieder zurück zum Eingang, geradeaus. Ich meine, das ist dann hinten in so einem riesigen Tunnel quasi. Ich hab noch keine Steine weggemacht und so, ne? Drücken wir mal die Daumen, Leute. Der Mumbo kann nicht schwimmen. Ich lass rein. Den einen an. Sieht mega lächerlich aus, Leute. Also sollte man nicht schwimmen. Kann ich nicht hier hoch? So, doch. Ich glaube, wir machen mal einen Cut hier. Ja. Ja. Also, das war's vom... Schlag im Typen noch eins rein, komm. Einmal Mumbos Macht demonstrieren. So, mit diesem komischen Mumbo-Bild. Verlasst es euch nun. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Smarty 0603 und euer TT-Gamer.